Hallo meine Lieben, hier ist wieder Linus Schmid mit einem neuen Lego-Video und heute schauen wir uns mal an, was ein Hamster in einem Labyrinth macht. Unser Hamster heißt Flocko, er ist jetzt ein Jahr alt und ich habe für ihn ein Lego-Labyrinth gebaut. Hier steht er in der Ecke und schaut sich das einmal an und dreht seine Kreise. Ich habe ungefähr 2 Stunden gebraucht, um dieses tolle Labyrinth zu bauen. Es geht einmal im Kreis. Und hab dem Flocko das Ding einfach in den Stall gestellt über Nacht und hab die Kamera laufen lassen und schaut, was passiert. Und er dreht hier fröhlich seine Kreise, hat sich herausgestellt im Nachhinein, wie ich mir das angeschaut habe. Ja, gib's mir. Super Flocko, toll hat er das gemacht. Ein paar tolle Fotos haben wir geschossen. Ja, noch einmal. Er ist auch mal rausgegangen, aber dann dreht er wieder seine Kreise und er hat das Ganze sehr interessant gefunden. Das ist das Ende. Was nun? Teile mir doch mit, wie dir das Video gefallen hat. Am leichtesten geht das mit deinem Daumen nach oben oder nach unten. Wenn dir das nicht aussagekräftig genug ist, versuch's mit einem Kommentar. Und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann abonniere den Kanal.